Ich grüße euch herzlich an diesem Heiligabend und hoffe, ihr erlebt ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein schönes Weihnachtsfest mit Gemütlichkeit. Ich habe noch keine Maske auf. Ich bin hier alleine mit der Kamera in der Kirche. Wir haben für euch das Krippenspiel hier in St. Jakobi in Salzderhelden aufgezeichnet. Mit Masken unter Pandemie-Schutzbedingungen. Wir haben Abstand gehalten. Aber uns lag es am Herzen, euch dennoch die Weihnachtsbotschaft auch nach Hause zu bringen und sie euch so zu erzählen, wie die Konfirmandinnen und Konfirmanden sie heute hören. Wir haben gemeinsam das Krippenspiel erarbeitet. Ich wünsche euch, dass ihr neue Ideen und gute Gedanken an diesem Weihnachtsfest bekommt und viel Schönes erlebt. Und vielleicht kann unser Krippenspiel ein bisschen dazu beitragen. Das hoffe ich, dafür bete ich. Lasst uns diesen Gottesdienst feiern in Gottes Namen, denn er ist uns wie ein guter Vater und eine gute Mutter, wie ein Bruder und eine Schwester, und Gott erfüllt uns mit seinem Heiligen Geist. Amen. Hallo, darf ich mal fragen, was hier alles ist? Warum steht ihr hier alle? Nein, darfst du nicht. Hey, du siehst so aus, als könntest du Hilfe brauchen. Hast du dich verirrt? Ja, danke. Ich frage mich ja gerade, was hier alles ist. Heute ist doch Weihnachten. Wir feiern hier Weihnachtsgottesdienst. Bist du nicht auch deswegen hier? Ja, ich bin schon lange unterwegs. Ich komme aus Nazareth in Galiläa. Ich bin der Sohn Josefs. Was? Wirklich? So siehst du aus. Nein, ich bin wirklich Jesus. Also wenn du wirklich Jesus bist, dann müsste sich doch was verändern. Dann dürfte es doch keine Kriege mehr geben und auch kein Corona. Ja, ich verstehe, was du meinst. Es wäre wahrscheinlich einfacher zu verstehen, was meine Kraft wirklich ist, wenn hier alles friedlich und einfach wäre. Aber dann hättet ihr ja keine Freiheit mehr zu entscheiden, weil ihr euch wirklich benehmt. Also wenn du wirklich Jesus bist, gehörst du für mich in die Kirche. Ihr seht, wir sind mitten in Salzderhelden. Und da sagt einer, er sei Jesus. Den Jugendlichen geht es wie uns allen. Wenn wir an Jesus denken, denken wir an die Kirche. Und Jesus gehört in die Kirche. Aber ist das wirklich so? Die Jugendlichen probieren das mal aus. Die Jugendlichen führen Jesus in die Kirche. Als sie in die Kirche hineingehen, bleibt Jesus mitten im Mittelgang stehen. Er schaut den barocken Altar an. Dort sieht er die Figuren von Mose und sich selbst. Er schaut die Krone Gottes an und wird nachdenklich. Was glaubt ihr eigentlich, was Gott machen müsste? Also Gott müsste auf jeden Fall etwas gegen Kriege tun und gegen Corona. Er müsste auch etwas gegen die Armut tun. Ja, aber Gott kann ja nicht für alles sorgen. Die Menschen sind so gemacht, dass sie einander helfen können. Den Anfang hat Gott, mein Vater, schon längst erledigt. Das mit meiner Geburt geschehen. Da ist Gott sogar selbst Mensch geworden. Er ist zu den Ärmsten der Armen gegangen und hat den Menschen gezeigt, wie sie miteinander leben können. Das war so. Ich erzähle euch von Jesu Geburt so, dass ihr euch das so richtig bildlich vorstellen könnt. Josef und noch einige anderen stehen am Brunnen des Ortes. Ein Bote des Kaisers Augustus kommt. Er hat für alle eine wichtige Nachricht. Kurze Zeit später ist der Platz am Brunnen voll. Männer, Frauen, Kinder haben sich versammelt. Da kommt der Bote auf seinem Pferd. Der Bote reitet zum Brunnen. Laut ruft er, Kaiser Augustus will wissen, wie viele Menschen in seinem Land leben.
Dazu muss jeder sofort in die Stadt reisen, in der er geboren ist, und sich dort in eine Liste eintragen lassen. Kaum hat er den Satz beendet, reitet der Bote ins nächste Dorf weiter. Die Menschen schauen sich fragend an. Sie reden durcheinander. Was? Wir sollen in unsere Geburtsstadt zurückgehen? Sofort? Einer meint, wie gut, dass ich in Nazareth geboren bin. Josef schüttelt den Kopf. Ich bin in Bethlehem geboren. Das ist viele Tage Reisen von hier entfernt. Oh je, das wird für meine Frau vor allem besonders anstrengend werden. In ein paar Tagen soll unser Kind auf die Welt kommen. Betrübt geht Josef nach Hause und erzählt es Maria. Die meint, Josef, mach dir keine Sorgen, es ist ja nicht nur unser Kind, sondern auch Gottes Sohn. Also wird Gott auch für dieses Kind sorgen. Ich packe gleich, dann können wir morgen los. Damit es Maria einfacher hat, nimmt Josef den Esel mit. Immer wieder sitzt Maria auf dem und ruht sich ein wenig aus. So kommen sie nach vielen Tagen in Bethlehem an. Aber oh Schreck, es sind schon viele Menschen angereist, die alle in Bethlehem geboren sind. Und alle brauchen einen Platz zum Schlafen. Josef und Maria klopfen an viele Türen. Sie hören nur eine Antwort. Tut uns leid, bei uns ist kein Platz mehr. Jedes Bett ist belegt. Es wird schon dunkel. Maria und Josef haben noch immer keinen Platz zum Schlafen. Josef ist in großer Sorge. Tröstend sagt er zu Maria, hier können wir es noch probieren. Maria ist müde. Sie will sich nur noch hinlegen. Josef klopft. Ein Mann öffnet. Er schaut die beiden von oben bis unten an. Ihr wollt bestimmt ein Bett für die Nacht. Josef nickt. Es tut mir leid, aber bei mir ist kein Platz. Bei mir ist alles belegt. Da schaut er in Marias Augen. Sie blicken ihn flehend an. Nun, sagt er. Ich habe da noch einen trockenen Platz. Der hat zwar keine Betten, aber genügend Stroh. Maria und Josef danken dem Mann. Es tut gut, einen Platz zu haben, an dem sie die Nacht verbringen können. Und in dieser Nacht bekommt Maria ihr Kind, einen Sohn. Sie nennen ihn Jesus. Maria legt ihn in die Futterkrippe. Zum Heiland euch hat erkoren, fürchtet euch nicht. Lasset uns sehen im Bethlehemstall, was uns verheißen der himmlische Schall. Was wir dort finden, lasset uns künden, lasset uns preisen in frommen Weisen. Halleluja! Weil ich die Engel verkündigen heut, Bethlehems Hirten folgt gar große Freud. Nun soll es werden Friede auf Erden, die Menschen alle ein Wohlgefallen, Ehre sei Gott. In derselben Nacht sind weit draußen auf den Feldern die Hirten. Sie schlafen unter freiem Himmel. Sie passen in der Nacht auf die Schafe ihrer Herren auf. Kein Tier soll den Schafen etwas zuleide tun. Ein Feuer brennt. Damit wärmen sie sich die Hände und Füße. Plötzlich ist da ein Engel bei ihnen. Er leuchtet ganz hell. Die Hirten erschrecken. Sie kneifen die Augen zusammen. Sie haben große Angst. Der Engel sagt, fürchtet euch nicht. Ich bringe euch große Freude. Jesus ist heute geboren. Der Heiland der Welt. In Bethlehem. Geht zu ihm. Er liegt mit Windeln in einer Krippe. Die Hirten öffnen vorsichtig ihre Augen. Sie verstehen nicht. Was hat das zu bedeuten? Der Heiland der Welt? Wer soll das sein? Und in Windeln? Ist das etwa ein Baby?
Ein Baby soll die Welt retten? Das klingt verrückt. Dann sind auf einmal noch mehr Engel da. Sie singen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Gott hat die Menschen lieb. Dann sind die Engel wieder fort. Die Hirten schauen sich an. Haben sie geträumt? Nein, alle Hirten haben das Gleiche gesehen. Einer sagt: Was sollen wir jetzt tun? Na was wohl? Wir gehen nach Bethlehem zu dem Kind. Das ganze Städtchen ist wegen der Volkszählung überfüllt. Wenn uns die Engel diese besondere Botschaft bringen, dann werden wir das Kind schon finden. Lasst es uns versuchen. Die Hirten nicken, stehen auf und gehen los. Auf dem Weg reden sie kein Wort. Jeder hat seine eigenen Gedanken. Werden wir das Kind finden? Dürfen wir das Kind überhaupt sehen? Werden wir beschimpft und weggeschickt? Kurz bevor sie Bethlehem erreichen, kommen sie an einem Stall vorbei. Einer der Hirten bleibt stehen. Er flüstert: Habt ihr das gehört? Alle lauschen. Da ist es wieder. Das ist der Schrei eines Babys. Meint ihr das? Na, zumindest ist das ein Baby, das schreit, antwortet ein anderer. Wir können doch einmal nachsehen. Vorsichtig gehen sie vor die Stalltür. Sie sehen in der Mitte ein kleines Feuer. Es dauert einen Moment, bis die Hirten etwas erkennen. Dann sehen sie die Frau. Sie hält ein Bündel in der Hand, sanft wiegt sie es hin und her. Ehrfürchtig treten die Hirten näher. Die Frau hebt ihren Kopf, sie lächelt: Kommt nur herein. Ein kleiner Hirte flüstert: Es stimmt, es ist alles wahr, was der Engel gesagt hat. Das muss der Heiland der Welt sein. Und wir Hirten dürfen ihn als erstes sehen. Der kleine Hirte tritt näher zu Maria. Ganz vorsichtig streichelt er die kleine Hand des Babys. Das öffnet seine Augen. Es ist dem kleinen Hirten so, als ob das Kind ihn anlächelt. Er dreht sich um, seine Augen strahlen. Er sagt: Kommt, das müssen wir allen Menschen erzählen. Thank you.
können. Echt jetzt? Für euch Enttäuschungen waren die ersten, die dich gesehen haben, außer Josef und Maria natürlich. Gott ist dahin gekommen, wo ihr Menschen es am wenigsten vermutet habt. Die Hürden waren damals auch nicht gut angesehen und der Stall war damals auch noch nicht so prächtig. Das wäre schon ganz cool, wenn Gott jetzt hier bei uns wäre, jetzt wo es in der Zeit nicht so schön ist. Ja, ich habe gestern im Fernsehen ein paar Bilder gesehen von in der Intensivstation. Da liegt die ist völlig überfüllt mit Menschen, die ja Corona haben. Ja, aber wenn Gott da wäre, dann wären die Menschen nicht so krank. Aber es wurde auch gesagt, dass schon ein Impfmittel gegen Corona entwickelt wurde. Doch schon ein Medikament gegen die Folgen von Corona in der Testphase ist. Glaubt ihr, Gott hat manchen Menschen den Verstand gegeben, damit sie Medikamente entwickeln? Ja, genau so hätte ich mir das auch vorgestellt. Jetzt wird mir klar, was das mit den Hürden soll. Die haben dich, Jesus, als erstes verstanden und allen davon weitererzählt, aber ohne Gottes Kraft hätten sie dich doch gar nicht verstanden. Ja, genau, die haben gemerkt, dass Gott in dir ist. Jesus ist hier jenseits der Helden. Gott ist hier jenseits der Helden. Wir schauen auf den Weihnachtsbaum, der so schön geschmückt ist. Mit Sternen, die uns an die Weihnachtsgeschichte erinnern. Das soll uns auch daran erinnern, dass Jesus Christus jetzt hier bei uns ist, auch wenn wir ihn nicht sehen. Ich lade euch jetzt herzlich ein, mit uns gemeinsam für uns und für die Welt zu beten. Gott voller Gnade bist du. Du siehst in unsere Welt. Du bist selbst in unsere Welt hineingekommen. Heute denken wir daran, dass du als Mensch in der Welt geboren bist. Du hast ein Menschenleben miterlebt und du weißt, welche Härten uns manchmal treffen und wie viel Schönes es im Menschenleben gibt. Gerade jetzt bitten wir dich, komm in unsere Welt und zeig dich hier, sei immer bei uns. Du siehst, wie schwierig die Zeiten gerade sind. Du weißt, wie sehr wir hin und her überlegen und es doch schwer finden zu entscheiden, was das Gute und das Richtige ist zurzeit. Wir bitten dich für alle Kranken.
Stärke sie. Hilf ihnen, dass sie auf einen Weg der Genesung kommen. Und wenn es keine Genesung mehr gibt, dann stärke ihre Seele, Gott, und zeig ihnen, dass sie nicht allein sind. Gib uns die richtigen Ideen und Gedanken, wie wir helfen können. Wir müssen Abstand halten. Gerade von den Kranken müssen wir Abstand halten. Aber zeig du uns Wege, wie wir dennoch für sie da sein können. Wir bitten dich für alle, die in den medizinischen Diensten und in den Krankenhäusern den Kranken zurzeit helfen. Behüte sie und beschütze sie. Gib ihnen Gesundheit. Und wenn die Gesundheit nicht da ist, dann gib ihnen Genesung. Wir bitten dich für alle Einsamen in dieser Zeit. Du weißt, wie schwierig es ist, die Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie dagegen abzuwägen, dass Einsamkeit nicht die Herzen gewinnt und übermannt. Steh allen bei, die sich allein fühlen, gerade jetzt in dieser Weihnachtsnacht. Reiche du Hände, wo viele Hände fehlen. Sei bei denen, die so gerne bei ihren Lieben wären und das heute nicht können. Und gib uns Wege und Mittel und gute Ideen, wie wir für alle Einsamen da sein können. Lass uns spüren, dass wir zusammenhalten. Guter Gott, wir bitten dich für deine Welt. Füge uns zusammen. Du weißt, wie zerbrechlich der Frieden zurzeit ist. Sei bei uns. Behüte uns. Beschütze uns vor aller Gewalt. Und zeige denen, die nicht wissen, wo der Weg des Friedens ist, dass es friedlich in unserer Welt sein kann. Lass uns alle deinen Frieden halten. Schenk uns deine Liebe. Darum bitten wir dich. In der Stille, in dieser heiligen Nacht, bringen wir vor dich, was uns noch auf dem Herzen liegt. Für alles, was du in dieser Stille gehört hast, bitten wir dich um dein Erbarmen. Jesus Christus hat uns gesagt, wie wir zu dir beten können. Und wir beten gemeinsam mit seinen Worten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in diesen heiligen Abend und in das kommende Weihnachtsfest unter Gottes Segen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott hebe das Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Das war der Krippenspielgottesdienst an Heiligabend 2020 hier in unserer Kirchengemeinde St. Jakobi in Salzderhelden. Die Konfirmanden und die Konfirmandinnen und ich haben uns gemeinsam das Krippenspiel für euch ausgedacht. Wir denken heute vor allem an den einen auch mit, der in unserer Gruppe heute leider nicht dabei sein kann. Wir haben versucht, euch die Weihnachtsgeschichte so zu erzählen, wie wir sie in diesem Jahr hören und verstehen. Wir wünschen euch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Kommt gut ins Jahr 2021 und vor allem bleibt bitte alle gesund